Dieses Video handelt von den neuen Offset-Profilen in der Version 3. Sie erfahren, wer sie braucht, wie sie eingesetzt werden und wo Sie sie beziehen können. Die Profile beschreiben die Druckbedingungen FOGRA 51 für gestrichene Papiere und FOGRA 52 für ungestrichene Papiere. Die Aktualisierung der Drucknormen wurde bereits in der diesjährigen Ausgabe 4 von Come to Publish besprochen. Die neuen Profile werden vor allem dann benötigt, wenn Ihre Druckerei bereits auf die neue Normenversion 3 umgestellt hat. Dann erreichen Sie genauere Proofs für Papiere mit optischen Aufhellern. Für die Übergangsphase können Daten auch konvertiert werden zwischen der alten und der neuen Norm. Es empfiehlt sich also zuerst, mit der Druckerei die Druckbedingungen abzusprechen, dann Ihr Dokument, wenn möglich medienneutral, zu erstellen, das Ausgabe-PDF entsprechend den Druckbedingungen mit dem passenden Profil zu erzeugen und dann ganz wichtig auf dem Proof die relevanten Angaben, also zum Beispiel, dass es eben nach der neuen Norm Version 3 mit optischen Aufhellern geprüft worden ist. Um die neue Norm in der Druckvorstufe einzusetzen, benötigen Sie Proofpapier mit optischen Aufhellern, ein Messgerät, das die neue Messbedingung M1 beherrscht, mit UV-Anteil und ebenso Normlicht, gemäß der neuen Norm mit UV-Anteil. Und zur Kontrolle benötigen Sie natürlich auch noch die Referenzdaten für FOGRA 51 bzw. FOGRA 52. Die Profile selbst können Sie bei eci.org herunterladen und für die Konvertierung zwischen FOGRA 39 und FOGRA 51 bzw. ISO-coded V2 und PSO-coded V3 werden Device-Link-Profile mitgeliefert. Diese können auf gängigen Farbservern eingesetzt werden. Wenn Sie selbst keinen besitzen, haben Sie auch die Möglichkeit, über GMG CoZone diese Konvertierung im Manage-Modul vorzunehmen. Weitere Infos finden Sie auf der Webseite.